weiter geht's bei FIFA 22 mit dem nächsten Spiel. Ich weiß gar nicht, wer der nächste Gegner jetzt sein wird. God. Longford Town möchte ich ihn haben. Kann man ihn mal ausleihen. Das kann ich. Nee, das ist kein. Ist das Bradford City? Damit das ist der nächste Gegner. So, da kann ich wieder ein bisschen mit durchrotieren. Damit wir einfach mal ein bisschen, damit die Jungs mal ein bisschen Spaß bekommen. Auf geht's. So, auf geht's. Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Klasse, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie bei optimalem Fußballsensationsspiel heute. Und Fuß und Fall muss man heißen. Heute wieder Ihre Kommentatoren. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Und das ist eine Partie, die schon im Vorfeld für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Ja, das ist durchaus kein Spiel wie jedes andere. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Und ich bin sicher, das Spiel wird uns nicht enttäuschen. Das ist die Aufstellung der Football Friends. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. So, gucken wir mal, was hinkriegen heute. So beginnen die Gäste heute. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Tolle Kulisse hier, Buschi. Das ist Fußballatmosphäre pur. So, auf geht's. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Heute heißt es Tabellenführung verteidigen. Oh, schön dazwischen gegangen. Die Football Friends greifen über Ausnahmen, da wäre Platz. Sichere Beute für den Keeper. Eigentlich war es anders geplant, war eigentlich der ganz außen da gewesen mitgenommen. Er war geplant, aber okay. Schaut kurz rüber ins Studio, denn im Parallelspiel hat es Elfmeter gegeben. Es gab Strafstoß für die Gäste, aber sie konnten diese Chance nicht nutzen. Sein Schuss landet nur am Pfosten. Ja, kann es selber nicht fassen. Da hat nicht viel gefehlt. Spielstand also weiterhin 0:0. Gespielt sind hier 5 Minuten. Vielen Dank für die Info. Die Gastgeber sind über die bisherige Saison gesehen die Mannschaft mit den meisten Toren. Die Offensive ist ihre große Stärke, Wolf. Ist der beste Sturm, das will ja was an. Gute Chance. Abgewehrt vom Tor. Also, der Keeper verhindert hier gerade noch das 0:1 immer noch. Er bringt den Ball jetzt nach vorne.
Der Torwart war da nicht gefordert. Ja, die Gäste aus Bradford mit der ersten schon. Wie ich hörte, ist alles klar zwischen ihm und dem FC Arsenal. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Ja, die Idee war nicht schlecht, da vorne den Stürmer mitzunehmen. Jetzt die Gelegenheit. Aber haut dann trotzdem selber noch rein. Ja, da sieht man wieder, was der am Ball alles drauf hat. Und dieses Tempo ist natürlich klasse. Der Antritt, die Abwehr am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, machtlos. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Schatz Barlow mit dem 1:0. Sein zweites Saisontor. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ja, genau. Das ist die große Frage. Wie geht es hier weiter? Er zieht vorbei. Grüß. Ja, das kommt vorbei am Verteidiger. Das könnte vielleicht was werden. Ballon! Ball wird hier erstmal geblockt. Nochmal. Holt! Geht er rein! Holt! Glanzparade gehalten! Hier spielt momentan nur eine Mannschaft und das sind eben dieses, das Team von New England. Ist hier immer noch am Ball. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Aber mittlerweile verhindert hier der Keeper mehr oder weniger die, da kommt die Ecke. Einen höheren Rückstand. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Abbott. Ja, das ist sich so ganz sicher. Hat eine Lücke dann noch. Er trifft die Latte. Er trifft nur die Latte und sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich. Das ist Gurry, Aiden Gurry, der mit dem 2-0. Der nächste junge Talent aus Rumänien ist 17 Jahre alt. Und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Setzt dann beim zweiten nach. Und jetzt Ball auch wieder. Gut, dann inzwischen wieder. Ja, ja. Sie geben da war ja ein paar Teile. Auf dem Flügel viele Räume. Ja, schade. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, war okay. Ja, war die richtige Entscheidung. Klasse durchgesetzt. Legt alles rein in diesen Schuss, aber am Ende ist es dann doch nicht präzise genug. Genau so ist es. Also ich glaube, ein Schlenzer wäre besser gewesen. Mhm. Beim Ballbesitz haben die Football Friends bisher die Nase vorn. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr ja, das war ein bisschen zu. Im Moment verdient. Ja, die Führung ist hoch zu verdienen. Richtig. Da ist der Ball weg. Grüß. Die Football Friends in der Offensive. Er könnte flanken. Die Chance. Klasse Volley. Super Volley. Das war natürlich für ihn ein tolles Ding.
Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Aber es ist einfach klasse gemacht, schön durchgesetzt. Ein tolles Tor. Evet. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Chance zum Konter jetzt. Erstmal dazwischen gegangen hier. Oh. Schießt. Schön, wie er diesen Ball ablockt. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Tolles Tackling von ihm. Der Angriff könnte was werden. Das ist der Treffer. Und in der Nachspielzeit dann noch drin, den sie treffen. Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Wir gehen in die Pause, nach dem ersten Rückgang sind die Gastgeber vorne. Deutliche Führung zur Pause und das offensivstärkste Team zeigt wieder mal, was es kann. Zeigt wieder mal, wo die Stärken liegen. Sie machen hier, was sie wollen. Lassen keinen Zweifel aufkommen, wer hier die bessere Mannschaft ist. Es ist ein unglaubliches Selbstvertrauen zu bewundern. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Jetzt die Gelegenheit. Da fällt das erste Tor an diesem Tag. Geht er rein. Glanzparade gehabt. So, gucken wir mal gerade, wie die... Ah, Mainz wird nicht wieder... Oh, Mainz wird nicht wieder hingegen. Versailles, okay. Gut, dann habe ich die zumindest mal ein bisschen weg. Also sind das jetzt schon 5 Punkte auf D? Statt jetzt. Weil die 3 Punkte sollten eigentlich durchaus machbar sein. Weiter hier. Herbert. Da sind sie auf dem Flügel nicht eng genug dran an den Football-Fans. Herbert, der immer noch gegen 3 Minimum. Zieht einfach mal ab. Latte. Zum Kotzen gerade dieses Alibi. Das ist zweideutig. Das noch konnte zumindest noch einer reindrücken, aber was schade. Das Erarbeiten von Torchancen betrifft. Und die nutzen sie auch. Und das ist das Entscheidende. So dann eben dieses Ergebnis und diese Führung. Schön diesen Pass abgefangen. Gut, das Ding. Sehr gute Entscheidung. Sie geben den Football-Fans auf dem Flügel viele Räume. Gory, der hat ja eben was vorgemacht. Das war mal, was ich hier mit der Latte meinte. Gefährlich! Port! Sie legen noch mal einen drauf. Ganz starker Auftritt von ihnen. Sie lassen einfach nicht nach. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht's 5:0. Das war's. Ja, schönes Ding. Holt. Und dazwischen.
Stark gemacht, das könnte was werden. Ball ist unterwegs. Der Ball ist drin. Genau, kein Problem mehr. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück und dann ist das toll gemacht im 1 gegen 1. Wunderbar durchgesetzt. Einbahnstraßenfußball ist das heute. Ja, das ist auch ziemlich verdient. Das sieht vielversprechend aus. Ball kommt in die Mitte. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Muni. Gut, damit gedacht, dass er ein zweiter mitgeht und zwar der Rechtsverteidiger. Flanke kommt. Er zeigt dir eine richtig starke Leistung, Buschi. Ja, das hätte gerade Tor Nummer 3 sein können. Ausnahmsweise vergibt er mal. Guter Kopf, ne? Ein Bit. Jetzt die Gelegenheit zur Flanke. Ja, der da kommt nicht. Doch, da kommt der wohl. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Da ist nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst kommt die Flanke und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Vorstellung heute, sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Hallo, der nächste. Ah, diesmal sind sie weggeblockt worden. Na gut, komm mal. Gespielt jetzt. Die Gelegenheit, um zu flanken. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ja, das ist doch nicht das. Jetzt aber erstmal Vorsicht. Gibt Abstoß. War eigentlich anders gekommen, weil er leider in die Mitte gerissen wollte. Richtig gute Partie heute von ihm. Ihm gelingt heute fast alles, ist quasi nicht zu verteidigen. Ja, mal gucken, wie schnell es geht, wie schnell wir schaffen, die Premier League aufzusteigen. Schönes Dribbling hier. Ballo. Rein ins Glück. Stark gemacht. Minute. Normalerweise macht er seine Tore lieber mit dem anderen Fuß. Stimmt, Wolf, aber er hat hier vollkommen richtig entschieden. Er hat es mit dem Schwächeren gemacht. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Gut. Ja, Leute, ein bisschen. Jetzt vielleicht. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Ecke kommt in die Mitte. Erstmal geklärt. Ja, der Pass. Hat er gut gespielt. Super durchgesetzt. Jetzt hat er den Ball. Herbert.
Ah, ein zaghaftes Verteidigen dann. Der Konter läuft. Das wird Ecke geben. Jetzt kommt die Ecke. Ball ist erstmal wieder raus. So, dann heißt, wir dürfen jetzt ein bisschen, müssen jetzt sogar ein bisschen wechseln. So, das heißt, wir werden jetzt auch durchwechseln. Super Zweikampf, den Ball hat er. Tolles Zuspiel. Da schickt er den Mitspieler. Und das Tor! Und an diesen Flachschuss kommt der Torhüter nicht mehr ran. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So, jetzt geht er raus. Jetzt gehen sie durch. Klar, jetzt muss man... Vielleicht schafft man es jetzt noch zwei Spiele. Ist doch mehr als deutlich. Nachspielzeit ist angezeigt. 5 Minuten haben wir noch. 5 Minuten? Okay. Ja. Jetzt auch ziemlich blöd. Das war halbherzig, dieser Zweikampf. Die Gelegenheit. Das war knapp. Da ist er sogar zweistellig. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Gefährlich! Phänomenal! Ohne Worte! So, dann haben wir das auch durch. Das nächste Spiel. Das müsste jetzt, glaube ich, Spieltag Nummer 7 oder 8 schon gewesen sein. Also, wir haben, klar, wir haben noch ein bisschen. Also, es sind jetzt, glaube ich, 46 Spiele oder so in der Liga. 7 haben wir gerade mal durch. Wir haben jetzt 18 von 21 möglichen Punkten. Wir haben das erste Spiel ja verloren gegen. Gegen. Haben wir denn da verloren? Late Norwegen, genau, gegen den Eichleiter mit 13. Hm? So, wir haben jetzt 31, so 7 Tore nach 7 Spielen gerade mal. Also, wir ziehen momentan echt so unsere Kreise da vorne. Gut. Da würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder und dann geht es gegen Tranmere, glaube ich. Tranmere United oder so heißen sie, glaube ich. Verzweigung für Green, da ist noch ein Zweig gekommen, schnell. Das nehmen wir an. Und dann würde ich sagen, wir haben Feierabend, wir sehen uns in der nächsten Folge und ja, dann geht's weiter mit dem nächsten Spiel. Bis dahin und tschüss bei Let's Play FIFA 22.